Ja, herzlich willkommen zur Gerätevorstellung des Sonowall 60. Mein Name ist Thomas Rogge, ich bin Vertriebsmitarbeiter bei der Sonotec und zeige Ihnen heute kurz, was unser Sonowall 60 ausmacht, wofür ist es zu verwenden, wo hat es seine Vorteile. Also das Sonowall 60 Wanddickenmessgerät ist ein einfaches Wanddickenmessgerät mit einer Messwertanzeige. Wir haben also hier im Menü, haben hier unten das Batteriefach, hier oben den Prüfkopfanschluss, und wenn wir das jetzt einmal durchgehen, wir haben also hier den Ein-Ausschalter, haben mit Hold die Möglichkeit, den gerade genommenen Messwert festzuhalten. Manchmal ist es ja vielleicht so, dass man das Display nicht erkennen kann, wenn man irgendwo rumkraxelt. Und gehen einfach mal in das Menü rein. Habe also hier die Möglichkeit, die Schallgeschwindigkeit einzustellen. Kann hier unterschiedliche Einheiten wählen zwischen Zoll und Millimetern, habe die Möglichkeit, also die Auflösung zu verstellen. Wenn ich jetzt hier also sage, ich will nur die einfache haben, dann zeigt er mir Zehntel Millimeter an, sonst zeigt er mir das im Hundertstel Millimeter Bereich ein. Und habe die Möglichkeit, einen Alarm zu hinterlegen, dass das Gerät sich also bemerkbar macht, wenn ich eine bestimmte Wandstärke unterschreite. Ich kann hier einen minimalen Messwert eingeben. Wenn ich also weiß, dass meine Wanddicke in jedem Fall 10 mm dick ist und ich vielleicht irgendwo eine Beschichtung habe oder ich habe Störungen im Material, dann ist es manchmal hilfreich, dem Gerät zu sagen, okay, guck dir nur alle Signale an, die ab 10 mm oder in dem Fall ab 0,98 mm kommen. Und da habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen, habe ich eine dicke Beschichtung oder habe ich keine dicke Beschichtung. Das Sonowall 60 ist nämlich in der Lage, durch Beschichtungen durchzumessen und dann nicht die Dicke der Beschichtung mitzumessen, sondern einfach nur die Materialbeschichtung dahinter zu messen. So, dann wollen wir mal eine Messung machen. Das Gerät hat eine automatische Prüfkopferkennung. So wie ich den Prüfkopf hier anschließe, erkennt das Gerät, okay, ich habe 2,25 MHz, die Schallgeschwindigkeit habe ich bereits eingestellt. Und wenn wir jetzt also hier auf die Platte gehen, dann sehen wir, also es hat einen Messwert hier auf der linken Seite, zeigt mir das Gerät an, wie gut der Schall durchkommt, also wie stark ist das Signal. Und ja, habe hier also ein sehr gutes Signal. Bei dem Prüfkopf, das ist ein sehr gebräuchlicher Prüfkopf, das ist der SW211. Der hat hier vorne eine Schutzfolie drauf, die man also wechseln kann, wenn man die verschlissen hat. Wenn man also viele Messungen macht und vielleicht hier auf dem Material rumrutschen muss, dann verschleißt man sonst den Prüfkopf. Hier kann man einfach die Folie auswechseln, dazu einfach den Ring abdrehen. Muss natürlich darauf achten, dass man die Folie mit Öl gut an den Prüfkopf ankoppelt. Da dürfen also keine Luftblasen oder wenn dann nur sehr kleine Luftblasen sein. Und habe sonst eben eine einfache Bedienung. Aber was ich ja zeigen möchte, ist, wie funktioniert das also mit dieser Beschichtungsmessung. Und wenn ich jetzt also hier mal so eine Kunststoffkarte auflege und so tue, als wäre das meine Beschichtung, dann sehe ich also in dem Fall, okay, das Gerät zeigt mir keinen Messwert. Wie gehe ich damit jetzt um? Ich gehe in das Menü und sage ihm Deepcode On. Und dann sehe ich, okay, das Gerät erkennt also hier, ich habe eine Beschichtung und zeigt mir nur den Messwert des Metalls darunter. Und ich sehe hier auch gleichzeitig, dass die Beschichtung das Signal dämpft. Und dass ich also ein schwächeres Signal habe, aber ich habe ein klares und eindeutiges Wanddickenmesssignal. Ja, dass das immer mal so springt, liegt eben auch daran, dass man richtig koppeln muss. Das ist immer so das Wichtige. Ja, vielen Dank und ja, die anderen Geräte stelle ich in anderen Videos vor.